Seekrauts. Moin meine Seekrauts-Freunde, willkommen zurück hier bei uns auf dem YouTube-Kanal. Ja, der erste Teil unseres Sommerurlaubs ist vorbei, bin wieder online und damit natürlich auch ganz klar unsere Flaschenpost, die ihr regelmäßig kennt und bei uns verfolgt. Ich freue mich auch wieder da zu sein, es gab eine Menge Änderungen, ich kann hier gar nicht alles abbilden. Darum habe ich beschlossen, dass ich jetzt erstmal nur die letzten Nachrichten zeige, die besonders intensiv oder besonders wichtig waren. Viele Nachrichten fließen hier aus der Vergangenheit schon mit ein, sozusagen auch die britischen Zerstörer und so weiter. Darum will ich da jetzt nicht separat nochmal drauf eingehen. Wir haben vier Themen für euch zusammengesucht. Ja, fangen wir ganz oben an, gleich mit den Versorgungslinien. Ihr habt jetzt in Zukunft die Möglichkeit, zusätzliches Öl für euren Clan zusammenzufahren. Ihr müsst das jetzt nicht über die täglichen Container und so weiter machen, also das besteht weiterhin, aber ihr habt jetzt die Möglichkeit, zusätzlich etwas zu verdienen. Ihr wisst ja, dass die Clan Base mit dem Patch 079 dann geupdatet wird, erweitert wird, kommen viele neue Features hinzu und dafür braucht ihr Öl und diese Möglichkeit gibt es jetzt mit diesen Versorgungslinien Möglichkeit sozusagen. Ja, klickt einfach auf die Seite bei World of Warships, da gibt es dann nochmal alle Informationen on top, also nochmal ganz genau zum Nachlesen. Ich versuche jetzt hier mal so weit darzustellen und die Kernpunkte rauszunehmen. Erste Sache ist, diese Sache findet serverübergreifend statt. Das heißt, ihr könnt gegen Clans gematcht werden aus Japan, aus Asien, aus USA, aus Europa und so weiter. Also jeder Server, da könnt ihr gegeneinander antreten. Die Sache ist, ihr tretet nicht direkt im direkten Duell gegeneinander an, in einem direkten Gefecht, wie ihr das möglicherweise aus den Clan Wars kennt, sondern es geht um Sterne verdienen bei der ganzen Geschichte. Ihr müsst quasi mehr Sterne verdienen als der Clan, dem ihr gegenüber gematcht wurdet und dann gewinnt ihr diese Etappe. Also, das Erste, was ihr machen müsst, ihr geht auf proships.ru, ja, wenn wir da raufklicken, sieht das bei mir dann so aus. Ich habe mich hier oben ganz normal mit dem Wargaming-Account angemeldet, denn das ist ganz normal möglich, da muss man sich nicht zusätzlich registrieren oder so eine Sachen. Und dann seht ihr diese drei Phasen. Es gibt eine Registrierungsphase von Montag bis Donnerstag und am Freitag ist das Matchmaking. Diese Gefechte finden immer statt von Samstag 8 Uhr bis Montag 8 Uhr, ja, also in dem Zeitpunkt müsst ihr quasi die Sterne verdienen. Insgesamt gibt es drei Abschnitte. Der erste Abschnitt ist vom 1. bis 2. September, der dritte vom 8. bis 9. September und der zweite natürlich vom 8. bis 9. und der dritte vom 15. bis 16. September. Wir hatten jetzt gerade bis Montag gesagt, warum denn bis Montag, wenn das nur bis 16. September? Ist ganz klar, der Zeitversatz, ja, mit den USA und so weiter ist einfach da. Deswegen müsst ihr, also deswegen ist dieser Zeitraum bei uns halt bis Montag 8 Uhr, damit auch die USA komplett eben durch ist. Die Anmeldung ist immer dann hier dahinter geschrieben, bis wann ihr euch angemeldet haben müsst, auch jeweils bis morgens um 8, also bis morgen früh, den 31. August, 8 Uhr, könnt ihr euch für den ersten Abschnitt noch anmelden. Prinzipiell ist die Aufgabe relativ simpel, also ihr als Clanleiter, als Stellvertreter oder als Anwerber könnt ihr euren Clan registrieren. Und ihr müsst dann Meilensteine für verschiedene Schiffsklassen und Nationen erfahren. Haltet eure Leute an, die bei euch im Clan sind, ebenfalls auf diese RU, proships.ru Seite zu gehen und euch da, also dann halt meinetwegen den Kreuzer der Franzosen auszuwählen. Und dann habt ihr eine begrenzte Anzahl von Möglichkeiten, diese Meilensteine zu erfüllen. Wir wissen nicht genau, wie viel Gefechte es sind. Vielleicht sind es 3, vielleicht sind es 5, vielleicht sind es 10, keine Ahnung. Ja, für jeden Meilenstein, den ihr erreicht, bekommt ihr halt den Stern. Ne? Wenn ihr mit dem Franzosenkreuzer 10.000 Schaden macht, dann ein Stern. Mit 20.000 Schaden den nächsten Stern und so weiter. Soweit ich das weiß, könnt ihr in einem Gefecht 75.000 Schaden machen und bekommt alle Meilensteine auf einmal gutgeschrieben. Das ist so, wie ich es lese. Wenn ihr da andere Erfahrungen habt oder Informationen, einfach gleich Bescheid sagen, schreibt es drunter. Dann kann ich es gleich unter YouTube-Video nämlich auch nochmal drunter setzen, dass das anders ist, als ich es jetzt hier gerade erzähle. Wenn ihr den 5. Meilenstein erreicht habt, müsst ihr 80.000 Schaden machen, um den 6. Meilenstein zu erreichen und 85, um den 7. Meilenstein zu erreichen und so weiter und so weiter. Am Ende der ganzen Geschichte sollten möglichst viele aus dem Clan schon mitmachen, damit ihr möglichst komplex oder möglichst viele dieser Meilensteinpunkte abbilden könnt. Ja, also
mit dem Franzosenkreuzer, mit dem Deutschen, Japaner, Briten und USA-Kreuzer und so weiter, wenn da 7, 8, 9 Leute von euch mitmachen, dann habt ihr natürlich auch eine sehr gute Chance, schnell diese Sterne zu erreichen. Was ihr nicht machen solltet, ihr solltet jetzt nicht euch sofort registrieren, reinklicken und sofort loslegen wollen, es sei denn, ihr seid warm gespielt, weil, wie gesagt, ihr habt nur eine begrenzte Anzahl von Möglichkeiten, diese Gefechte durchzuführen. Und wenn ihr dann 3 Gefechte versaubeutelt und dann richtig warm seid, dann kann es passieren, dass ihr gar keinen einzigen Meilenstein erreicht. Ja, also das ist der nächste Punkt. Ja, am Ende der ganzen Geschichte wird verglichen. Also ihr habt 3 Etappen, ihr müsst euch jedes Mal neu registrieren. Ne? Nach der ersten Etappe wird dann verglichen, ob der Gegnerclan, der euch zugematcht wurde, mehr oder weniger Sterne erreicht hat. Und dann gibt es halt für eine Niederlage, also wenn ihr weniger erhalten habt an Sternen, 400 Öl. Wenn ihr gewinnt, dann bekommt ihr 800 Öl gut geschrieben. Und für alle je 10 gesammelte Sterne nochmal 60 Öl on top. Wenn ihr dann unter den 20 besten Clans der Abschnitte seid, in allen 3 Abschnitten seid, ne, dann könnt ihr hier nochmal 5000 Öl und dann abgestuft bis zum 20. Platz 1000 Öl on top zusätzlich verdienen. Ich denke, prinzipiell macht das Sinn, sich da einzutragen. Selbst wenn man verliert, bekommt man auf jeden Fall die 400 Öl und ein paar Sterne wird man ja wahrscheinlich machen. Also auch nochmal vielleicht 60 Öl oder so dazu. Was ganz wichtig ist bei der ganzen Geschichte, eure Mitspieler, eure Clanmitglieder müssen, bevor sie jetzt sagen, jetzt möchte ich, dass diese Gefechte zählen, also die ihr jetzt dann durchführen wollt, meinetwegen mit dem japanischen DD, dann müsst ihr vorher nochmal auf diese Seite gehen hier, Pro Ships RU, und dann auch auswählen, für welche Klasse, für welchen Abschnitt ihr hier dann in See stechen wollt. Ne? Also wenn ihr hier den japanischen DD auswählt, dann solltet ihr nicht mit einem panasiatischen DD plötzlich reingehen. Der zählt erst dann, wenn zum Beispiel Spieler A von euch aus dem Clan gesagt hat, ich möchte mit dem panasiatischen DD jetzt fahren, wählt es auf der Seite aus und geht dann in-game und nimmt den panasiatischen DD. Ja, also ganz wichtig, vorher auswählen, sonst kann das nicht für euch zählen. Gut, das war es eigentlich schon zu den Versorgungslinien. Ich hoffe, ihr habt damit viel Spaß. Wir haben uns registriert, ihr habt es gesehen. Ich bin gespannt, wer uns gematcht wird und dann schauen wir mal. Ganz wichtig, was ich gerade noch fast noch vergessen habe, ist, das ist nur in Zufallsgefechten möglich. Keine gewetteten Gefechte, keine Clan Wars, keine Unternehmen, keine Koop-Gefechte. Es müssen Zufallsgefechte sein und dann habt ihr hier die Möglichkeit, das eben zu machen. Ich sehe jetzt hier zum Beispiel keine Tierstufen, ja, hinter diesen Schiffen. Also könnt ihr das möglicherweise schon ab T3 machen. Ich weiß es nicht genau, müsste man dann sehen, was dann auf der Homepage bei dem proships.ru steht. Vielleicht gibt es dann da ja Begrenzung. Ja, hier gibt es nochmal Details, wenn Spieler den Clan verlassen in der Zwischenzeit oder gerade frisch dazukommen, das könnt ihr euch dann durchlesen, wie das dann da reinzählt und so weiter. Den Link findet ihr wieder unten in der Beschreibung. So, und der nächste Punkt auf unserer Seite ist natürlich das Update 079, was jetzt demnächst, also was jetzt schon auf dem Testserver läuft. Und da gibt es ja super viele Änderungen wieder. Die britischen DDs stehen quasi vor der Haustür. Ende August gibt es schon den Patch 079. Das ist ja immer alle 4 Wochen gibt es ein neues Update. Und ja, aktuell läuft der Testserver vom 30.08.18:30 bis 3.09.17:30. Und da könnt ihr allerhand ausprobieren. Zum Beispiel könnt ihr einen Blick in den neuen Londoner Hafen wählen, euch schon mal angucken. Und ihr erfahrt dann hier auch schon mal, dass es bei der Royal Navy, bei diesem neuen Event, angelehnt, also ganz anders eigentlich als das Eagle und Shark Event, also Go Navy, ist es hier ganz anders geworden. Also man tritt halt nicht gegeneinander an und hat so Punkte, sondern ihr fahrt alle miteinander sozusagen und dann geht es darum, hier in die Hall of Fame einzuziehen. Und ja, das Event dauert 3 Monate lang und ist in 3 Runden oder 3 Abschnitte unterteilt, pro Monat ein Abschnitt und jeder Abschnitt hat wiederum 4 Runden, die wochenbasiert sind. Ne? Jeder Abschnitt ist dann zwischen 5 bis 7 Aufträge. Ich habe eben gerade auf dem Testserver geguckt, da gibt es auch Abschnitte, die haben nur 3 Aufträge. Mal gucken, ob sich das nochmal ändert. Ja, die Aufträge können alle zeitgleich absolviert werden und müssen auch nicht unbedingt in einem Gefecht erfüllt werden, es sei denn, es steht eben dabei. Ja, ihr kennt das schon.
Und sehr viel, sehr, sehr interessant ist, was ihr dann für Belohnung für jeden Abschnitt bekommt. Ihr eben unterschiedliche Belohnungen. Und da gibt es dann eben Signale, ja, oder Tarnung oder eben britische Spezialcontainer. Und in diesen britischen Spezialcontainer, ja, könnt ihr dann auch wieder besondere Sachen drin haben, nämlich wieder Signale, wieder Tarnung. Und ihr habt eben die Chance, einen britischen DD früher zu erhalten, so wie das mit dem französischen Bogen eben schon war. Und dann gibt es noch eine neue Währung, nämlich die Sovereigns. Ich habe es hier extra in Anführungsstrichen gesetzt oder jetzt gerade für euch markiert. Diese Sovereigns findet ihr ebenfalls in diesen britischen Containern und die könnt ihr dann im Arsenal für besondere Sachen einsetzen. Außerdem, wenn ihr an diesem britischen Royal Navy Event teilnehmt, dann könnt ihr auch, ich nenne es jetzt einfach mal Guinness, das steht da anders, ich mag das gerade gar nicht richtig aussprechen, hier Guinness, das bekommt ihr ebenfalls für die Teilnahme am Royal Navy Event und umso mehr ihr davon bekommen habt, desto günstiger wird der Premium DD COSAC, der dann im Laufe des Events ja, erstehbar ist, sozusagen im Premium-Laden. Ich denke mal, so gegen Ende des Events wird das möglich sein, das Ding zu kaufen, weil wenn ihr dann schon Rabatte erfahren habt, dann könnte Wargaming ja den ein oder anderen DD mehr davon verkaufen. So, ich bin da oben aber von der Ruhmeshalle nochmal abgekommen. Ne? Wenn ihr hier die 7, 5, 3 Aufträge erfüllt habt, dann könnt ihr hier an der Seite in der Ruhmeshalle weiter aufsteigen. Ja, wenn ihr in die Top 50 seid, gibt es nochmal einen Container, Top 25 gibt es wieder einen Container und so weiter und so weiter. Alles das, was ich jetzt so zu diesem Patch-Update 079 erzähle, werde ich euch sowieso nochmal in einem separaten Video euch nochmal zeigen, wie das dann in-game alles aussieht, damit ihr da auch gleich ein paar Bilder eben zu habt. Gut, ich denke, zu dieser Sache haben wir jetzt eine ganze Menge erzählt. Ein bisschen was, wie gesagt, gibt es dann in einem separaten Video. Dann das Operation, das Unternehmen Dynamo. So ist richtig. Ich überschlage mich hier schon vor lauter Vorfreude auf das Update. Ja, das neue Unternehmen Dynamo, ihr kennt es eigentlich schon aus dem Vorjahr, Arbeit wurde überarbeitet. Und zwar die Mechanik vom Minenfeld wurde überarbeitet. Nach dem, was ich weiß, wird das Minenfeld jetzt nicht mehr optisch auf der 3D-Karte sichtbar sein, so wie in dem alten Patch noch möglich war, sondern ihr seht es nur noch eher auf der Minimap und bekommt dann gegebenenfalls Warnungen angezeigt, wenn ihr denn da reinfahrt. Ja, es ist jetzt ab sofort möglich, dass die Minen Flutung bei euch verursachen. Und ihr dann dadurch quasi direkten Schaden erleidet. Wenn ihr in dieses Minenfeld reinfahren müsst, dann könnt ihr eure Fahrt auf ein Viertel Kraft verringern, um dann zum Beispiel verbündete Schiffe zu retten oder Leute, die da im Wasser schwimmen, sozusagen aufzunehmen. Wenn ihr eine Viertel Kraft fahrt, dann nehmt ihr keinen Schaden. Also das ist der neue Trick bei der ganzen Geschichte. Ja, auch das kann man im öffentlichen Test T6 und T7 eben ja, dann mal durchprobieren. Also lohnt sich auf jeden Fall, hier auch auf den Testserver mal vorbeizuschauen. Dann gibt es einen neuen Gefechtsmodus, und zwar Wettrüsten. Ja, Kern der ganzen Geschichte ist, das alles nochmal ein bisschen abwechslungsreicher und ein bisschen komplexer zu gestalten. Und die Regeln des Wettrüstens ist eigentlich erstmal der Standard. 12 gegen 12, Hauptziel sind 1000 Punkte. Ja, und ihr zerstört alle Gegnerschiffe. Okay, was hat sich jetzt geändert? Ihr könnt an diesem Wettrüsten-Gefechtsmodus nur mit T9, T10 Schiffen teilnehmen. Und ja, ab und zu gibt es dann sogenannte Unterstützungszonen, die dann plötzlich erscheinen. Ja, und da gibt es dann drei Möglichkeiten, die da als ja, Bonis gibt sozusagen. Ihr solltet also der Erste sein, der in dieses Feld reinfahrt. Dann bekommt nämlich eure Verbündeten und ihr diesen Bonus. Macht es der Gegner, bekommt der Verbündete, also der Gegner, DD meinetwegen, den Bonus und die Gegner eben. Und darum solltet ihr halt die Ersten sein, nicht? Was habt ihr für Möglichkeiten? Verringerte Erkennbarkeit, also ihr geht später auf. Trefferpunkte werden wiederhergestellt, ganz klar. Oder schnelleres Nachladen der Hauptbatterie und der Torpedowerfer. Also ich denke, TW steht für Torpedowerfer. Wichtig, was ihr dabei wissen solltet, ist, dieser Bonus bleibt immer bis zum Ende des Gefechts bestehen und spiegelt sich quasi auf alle Verbündeten im Bereich von 12 Kilometer um euer Schiff herum. Das ist also auch ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Es bekommen alle Verbündeten, die im Bereich von 12 Kilometer sind, diesen Bonus. Das heißt, so Lemming Train-mäßig kann das auch ein Vorteil sein, wenn genau vor euch so eine Unterstützungszone erscheint.
Wenn ihr der Erste seid, bekommt ihr den doppelten Bonus als das, was die Schiffe in 12 Kilometer Umkreis bekommen. Also, wenn ihr ein DD seid und die Erkennbarkeit da verringert wird, ist das vielleicht super genial, weil ihr dann nochmal, sagen wir mal, 100 oder 200 oder 300 Meter, ich kenne die Werte noch nicht, dann weniger entdeckbar seid. Ja, wenn innerhalb von 10 Minuten, das ist hier, steht hier unten noch dabei, das Gegnerteam 6 Schiffe verliert, erscheint in der Mitte ein Schlüsselbereich in der Kartenmitte und wenn der erobert ist, bekommt ihr ganz schnell halt Überlegenheitspunkte und damit ist der Kampf dann meistens auch schon viel schneller vorbei als in der Vergangenheit. Also, ich bin gespannt, wie sich dieses Wettrüsten etabliert. Ich werde es auf dem Testserver auf jeden Fall mal fahren. Vielleicht machen wir auch einen Livestream draus, sodass ihr dann auch einfach da einfach mal einen Blick drauf werfen könnt, wie dieses Wettrüsten möglicherweise ist, wenn mir der Modus zugelost wird. Kann ich ja nicht beeinflussen. Dann gibt es Kartenupdates. Und zwar Norden und Eisinseln werden geupdatet. So, wenn wir jetzt mal gucken, so sieht Norden jetzt aus. Und danach gibt es doch relativ starke Änderungen. Ihr seht es hier schon. Hier hinten fängt es an. Es kommt viel mehr kleine Inseln. Hier die Inseln werden auch kleiner. Und dann haben sich auch diese große Insel hat sich jetzt auch getrennt hier in mehrere kleine. Also ihr könnt hier besser durchschießen, ihr könnt sogar durchfahren. Also das wird sehr, sehr viel komplexer, der Norden jetzt. Auch hier aus 3 Inseln werden, also sagen wir mal so, aus 3 großen und vielen kleinen Inseln kommen dann hier nur noch 3 große. Ja, und hier ist die Insel, hat sich jetzt auch verändert. In der Vergangenheit war es hier in dem Bereich immer gut möglich, sich mit einer Desmo oder so hinzustellen und nicht beschossen zu werden oder mit einem DD oder solche Sachen. Und wird der Haken sich jetzt hier eben ein bisschen verändern. Also so können jetzt beide Seiten gut gedeckt hier vorfahren. Ja, also das ist schon mal Norden. Und dann gibt es die Eisinseln. Das ist der aktuelle Stand der Eisinseln und Eisinseln ändert sich gravierend, also noch gravierender, weil ihr werdet in Zukunft von Nord- und Süd starten und nicht mehr von West und Ost. Und ihr seht schon, wie doll sich Eisinseln verändert. Eigentlich sagen sie dazu nur, sie hätten die Karte gedreht. In Wirklichkeit haben sie ein bisschen mehr gemacht. Hier ist an allen 3 Caps sind jetzt Inseln, wo ihr getarnt, also versteckt cappen könnt. Ja, und das erinnert mich so ein bisschen an Bergkette, finde ich, ja, wie sie das jetzt hier aufgebaut haben. Also, ich bin mal gespannt. Eigentlich fand ich Eisinseln jetzt gar nicht so schlecht. Auf der anderen Seite war das Gefecht oft ein bisschen vorhersehbar. Also, man wusste schon, in welche Richtung sich das entwickelt. Jetzt ist es sicherlich erstmal wieder spektakulär. Ich bin gespannt, was da nachher ihre Statistik zu sagt, ob diese Änderungen sinnvoll waren oder sein werden. So, dann kommt die Gewitterfront in die Zufallsgefechte. Auch da geht es nur darum, dass ihr bei den höheren Tierstufen und das auf der Karte Norden gefahren hättet und Eisinseln, wenn ich das richtig notiert habe, dann die Möglichkeit habt, in Gewitterfronten reinzufahren. Das ist so wie beim Unternehmen Hermes. Ne, ihr seid weniger gut erkennbar, ihr geht nicht so lange auf, wenn ihr schießt, aber eure Genauigkeit verändert sich. Solche Sachen. Ich bin da auch sehr gespannt, wie das vielleicht sogar in Verbindung mit den neuen Karten dann möglich ist. Bei Eisinseln ist es der Gefechtsmodus Epizentrum, bei Norden und Gefahren hat jeweils Gefechtsmodus Herrschaft, wo dieses Gewitter jetzt dann Einfluss haben kann. Und dann kommen wir schon zum nächsten Punkt, und zwar Clanbasis 2.0. Ihr seht hier schon, die Clanbasis hat sich optisch verändert und es gibt viel mehr neue Optionen, nämlich ganze 4 neue Gebäude, die da jetzt reinkommen. Kohlehafen, Stahlhafen, Konstruktionsbüro und Akademie, Kapitäns-EP, Free-XP, Stahl und Kohlebonis, die dann jetzt hier erspielbar sind oder freischaltbar sind. Und dazu habe ich hier einfach mal geguckt, euch jetzt mal die Möglichkeit möchte ich euch einfach mal zeigen, wie sich diese Sachen jetzt auch optisch verändern. Wir gehen jetzt einfach, ich mache das jetzt nur mal als Beispiel an dem Shipyard eben. Ihr habt jetzt hier den Shipyard und ihr habt jetzt hier dann 6 Möglichkeiten. Ja, und da klicke ich jetzt nicht rauf, sondern fahre nur rüber. Das ist ein bisschen Mouse-Over. Und ihr seht jetzt, das ist der erste Bonus vom Shipyard. Hier kostet der jetzt 100 Öl. Ob das auf dem Live-Server nachher so ist, müssen wir dann sehen. Versprochen wurde, dass diese Standardkosten, also diese Sachen, die man jetzt schon freigeschaltet hat sozusagen, so mit dem gleichen Öl, was ihr jetzt habt, dann wieder freischaltbar sind. Also ihr braucht jetzt nicht für diese ersten Sachen, die ihr schon freigeschaltet hattet, plötzlich mehr Öl als vorher. Nur danach steigern sich diese Sachen und ich werde da gleich nochmal weiter drauf
eingehen. Also, wie gesagt, hier beim Shipyard, Shipbuilding Yard, ist es eben so, dass die Wartungskosten reduziert werden. Die Anschaffungskosten werden eben reduziert um 10%. Und dann kommen wir zur nächsten. Jetzt hat sich hier schon das Bild leicht verändert. Da gibt es dann nochmal 10% für die T7 und T8 Schiffe. Und dann gibt es für die T9 und T10 Schiffe. Ihr seht, jetzt hat sich das Bild wieder erneut geändert. Auch dann 10%. Und das sind dann 3000 Öl, 3400, 3500 Öl, um das hier so freizuschalten. Zumindest auf dem Testserver. Ne? Alles kann sich hier noch ändern. Das kann man dazu immer nur wieder sagen. Und dann gibt es nochmal Bonus für 6000 Öl, gibt's, wenn die Kosten nochmal 2% reduziert. Weitere 2% kosten 10.000 Öl. Und weitere 2%, weiterer Prozent nochmal 20.000 Öl. Und dann ist die Base hier auch komplett ausgebaut. Also ihr seht dann schon, auch optisch wächst dieses Gebäude jeweils immer weiter mit. Das ist bei allen Gebäuden quasi gleich. Und ihr startet immer mit so einer Sandburg und oder einem Baugrund, so einem ganz einfachen planierten Baugrund oder ganz einfach gehaltene Darstellung. Und das geht dann immer, immer weiter. Was man dazu gleich noch sagen kann, ist, wenn dieser Patch aufgespielt wird, werden alle Fortschritte in der Clanbase sofort auf Null gesetzt und ihr bekommt dafür das ursprüngliche Öl, was das euch gekostet hat, wieder gutgeschrieben. Das ist also quasi nicht weg, aber ihr müsst dann neu bauen. Ihr könnt dann neu als Clan entscheiden, welche Sachen ihr zuerst ausbauen wollt, möglicherweise. Ich denke mal, so eine Sachen wie Free XP, sowas wie Kohle, sowas wie Schiffswartungskosten, sowas wie XP-Bonus auf die jeweiligen Nationen und so eine Sachen. Das macht alles Sinn. Ja, Stahl kommt einfach darauf an, ob ihr jetzt zum Beispiel dann halt viel in den Clan Wars unterwegs seid, ob ihr da noch einen Stahlbonus haben wollt und so eine Sachen. Also ich denke, da bei uns, bei Seacross, gibt es da ein demokratisches System. Wir sprechen immer darüber, was macht das am meisten Sinn und auch wir als Admins gucken dann immer, was ist sinnvoll für die möglichst meisten Leute im Clan. Also Kapitäns-EP, Free-XP, Kohle, das macht schon durchaus Sinn. Aber da, wie gesagt, nur mal so als Idee. Ja. Wie gesagt, wir gehen noch weiter auf diese ganzen Sachen ein in einem der nächsten Videos. Und dann gibt es eine Oberflächenänderung und das finde ich persönlich immer ziemlich cool. Diese Sache, dass ihr jetzt Flutungen unten auch an einem Bildschirmrand angezeigt bekommt, so wie Feuer, ähnlich wie Feuer. Und ihr habt jetzt hier in Zukunft auch ein Symbol in den Trefferpunkten, in der Trefferpunkteanzeige, dass ihr Flutungen habt. Das finde ich ziemlich cool, dass das jetzt ins Spiel integriert wird. Da freue ich mich drauf. So. Und dann gibt es noch was Neues, und zwar nicht nur hier wird es jetzt dargestellt mit dem Kapitänsguild, sondern es soll dann auch bei den Signalflaggen in Zukunft so sein, dass bei den Signalflaggen angezeigt wird, welche sinnvoller sind und welche eben nicht so sinnvoll sind. Und das sieht man dann hier, ja, kann ich das jetzt hier überhaupt ein bisschen größer, schöner? Nee, das ist jetzt eher kleiner geworden. Okay, aber ihr könnt es hier an der Seite sehen, da ist dann so ein orange durchgestrichen Zeichen, dass es eben vielleicht nicht so sinnvoll ist, diesen Skill hier reinzusetzen. Ich bin mal gespannt, ob sie da vielleicht noch irgendwelche Fehler einbauen, aber ja, das soll auf jeden Fall darauf, das soll gerade Anfängern von euch erleichtern, zu den richtigen Weg im Skillbaum zu finden. Ja, und das ist bei den Signalflaggen dann sehr ähnlich. Und dann kommen wir noch zum Sichtsystem. Das Sichtsystem, ihr kennt diese Geschichte, dass auf der Karte das Schiff früher erscheint als 3D-Modell im Wasser vor euch in der Zieloptik. Das soll der Vergangenheit bald zur Vergangenheit gehören. Und mit Patch 079 gibt es eine erste Phase des Updates sozusagen, des verbesserten Sichtsystems. Und ja, ich bin gespannt, ich werde es im Patch ausprobieren und dann darüber auch berichten, dass es eben keine Verzögerung mehr zwischen dem Erscheinen des Schiffssymbols auf der Minikarte und des 3D-Modells vor euch in der Zieloptik gibt. So, und der nächste Punkt sind die Clan-Gefechte Schlafender Riese, also Season 3. Gewonnen hat TWA vor Omni und Ennuf und hier gibt es ein paar Statistiken dazu, die könnt ihr euch hier gerne reinziehen. 2045 Spieler haben es geschafft, diese Flaggen zusammenzusetzen, die Stalingrad zu bekommen sozusagen. Teilnahme waren 5745 Clans und es fanden knapp 530.000 Clangefechte statt. Das sind fast 170.000 Clangefechte weniger als in der Vorseason, was sicherlich hauptsächlich mit am Sommer lag. Auf der anderen Seite gab es auch viele Stimmen, die gesagt haben, dass es deutlich schwerer geworden ist, von der Brise in die Sturmliga, von der Sturmliga in die Orkanliga und so weiter eben aufzusteigen. Man sieht hier ein relativ starkes Gefälle, wie ich persönlich finde.
Dazu schreibt Wargaming, dass es hier halt viele Kommentare dazu gab, die jetzt statistisch auswerten werden und dann uns im Vorfeld der Season 4 darüber informieren wollen, was sie daraus für Lernen ziehen, wenn sie denn da Sachen finden, die sie so nicht haben wollten. Gut, und zu guter Letzt, da gehen wir wieder auf unsere Facebook-Seite hier. Die solltet ihr euch gerne mal abonnieren, denn wir haben hier für euch 3 Gutscheincodes, die WoWS-Codes, die euch dann ein paar Vorteile bringen. Und zwar 3 Flaggen Basilisk, 3 Flaggen Skylla und eine Kiste vom Jubiläumscontainern und einen Tag Premium-Spielzeit jeweils nacheinander einfach einlösen. Ihr geht auf die World of Warships-Seite hier oben, loggt euch ein, drückt hier auf Wargaming-Code aktivieren, landet dann auf dieser Seite hier, gebt den Code ein und klickt auf Einlösen und fertig ist der Lack. So, und das soll schon gewesen sein von der Flaschenpost nach der Sommerpause. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß, immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel und bis zum nächsten Mal. Euer Sikrauts-Team, euer Maracha. Ciao, ciao. Sikrauts.